Lauten Atmen des Turbos berauscht im Blick.
Radio check. Herzlich willkommen hier zum dritten Lauf, zum dritten Rennen der RVGT3 und Rookie Cup. Ja, wir sind wieder zum Blockbuster-Programm am heutigen Abend dabei. So gehört sich das natürlich am Sonntagabend hier einschalten bei der RVGT beim Hauptprogramm. Ja, und heute sind wir nach Tschechien und besuchen da den Renault Grand Prix. Ja, bei absolut besten Bedingungen natürlich heute wieder. Außentemperatur 20 Grad, Streckentemperatur 30 Grad. Da freuen sich die Reifen richtig. Eine leichte Brise haben wir heute auch. Also da könnt ihr euch schön zurücklehnen in den Sonnenstuhl sozusagen hier bei optimalem Wetter. Ja, und wir schauen mal, wie optimal es hier in dieser Saison denn aussieht. Optimal sieht es natürlich auch wieder hier im Fernsehstudio aus, denn hier sitzt mal wieder meine Wenigkeit. Jörn Sitzki für euch wieder am Mikrofon. Ich werde euch heute wieder den ganzen Abend begleiten. Und wenn ihr Fragen habt, Wünsche und so weiter und so fort, einfach den Twitch-Chat hier benutzen, dann gehe ich auf eure Fragen und Texte ein. Also
Herzlich willkommen da schon mal alle, die sich hier gemeldet haben. Roberto ist mit dabei, auch Tuttle Racing hat hier eingeschaltet. Vielen, vielen Dank und hier werden auch gleich mal von MI6610 Bits gesponsert. Vielen, vielen Dank dafür. Also, das hört sich schon nach jeder Menge Spaß an. Also, lasst es richtig krachen hier draußen vor den Monitoren und vor euren TV-Leinwänden. Und wünsche euch natürlich heute wieder sehr viel Spaß und Spannung beim Zuschauen. Ja, was erwartet uns nicht nur heute, sondern auch die ganze Saison über? Uns erwartet folgender Rennkalender. Wir sind ja schon fast bei der Halbzeit angekommen. Der nächste Lauf, der vierte Lauf in diesem Programm in Road America. Am 30.10. Also, ihr habt schon gesehen, immer im 14-Tage-Rhythmus. Der fünfte Lauf in Hockenheim. Wieder richtig, richtig klasse die Strecke. Und da auch so ein bisschen mal stöbern, was die Rennlängen angeht. Und da gibt es auch immer so ein paar Feinheiten. Ich sehe gerade, dass der Rennkalender hier gerade so ein bisschen das Logo überdeckt. Das korrigieren wir doch mal eben. Zack, also nicht wundern, habe ich mal ein bisschen kleiner gemacht. Und ja, nach Hockenheim haben wir dann Watkins Glen und Spa Francorchamps. Also nochmal ein richtig, richtig schönes Finale hier im Rahmen der RVGT3 und des Rookie Cups 2022. Herzlich willkommen und einen schönen Abend auch an Race Games. Hey, schön, dass du auch wieder mit eingeschaltet hast und hier wieder mit an Bord bist. Ja, jetzt nach den paar Läufen hat sich natürlich auch ein bisschen was in der Meisterschaft getan. Das schauen wir auch natürlich mal rein. So sieht das nämlich momentan aus. Yannick Mond führt mit 13 Punkten Vorsprung die Meisterschaft an. Auf Platz 2 haben wir den Lucas Sadengo natürlich im Audi R8 LMS GT3 Evo. Ja, ebenfalls mit 70 Punkten. Oliver Berndt dann dahinter auf der 3. Danach Michael Klein, Kian Ratze, Tom Knoos, Thomas Kübler. Dann da wird es noch knapp mit Dan gespielt und Timo Wittmann. Dann mit Lehmbauer auch nur einen Punkt dahinter. Punktgleich dann Pascal Berniger und Michael Garscher. Dann 7 Punkte Abstand schon. Der Andy Stuhl, Frank Köhler, nur ein Punkt hinter Andy Stuhl, auf Platz 14 gelistet. Und dann haben wir wieder eine etwas größere Lücke zu Tim Wingenfeld im BMW M6 GT3, dann Stefan Pusback und dann haben wir noch Nullzähler mit an Bord, Gerd Falther, Sergej Jak Gimczuk und Thoralf Bruder. Und dann haben wir unten noch die GT4-Klasse gelistet. Da haben wir den Stadtgas, da verwirklicht sich unser Paul Stadtgas, der bislang auch mit 80 Punkten hier die meisten Punkte ergaunert hat. Dann kommt der Cesar Maida und den Eduardo Boma, Andreas Schunkowiak auf der vierten Position mit insgesamt 30 Punkten. Kleine Besonderheit in der GT4-Wertung, der Paul Stadtgas wird hier aus der Wertung demnächst gestrichen, denn er ist jetzt mit einem GT3-Fabrikat unterwegs. Somit werden alle Punkte gestrichen, da es hier sich um einen Fahrzeugwechsel handelt. Und laut Regelwerk verliert man dann dementsprechend die Punkte. Ja, genau, ist auch eine Strecke, die man jetzt nicht so häufig sieht. Deswegen schauen wir uns doch mal die Strecke so ein bisschen genauer an. Insgesamt haben wir eine Länge von 5,403 Kilometer. Die Strecke eröffnet 1987, also eigentlich auch gar nicht mal so alt die Strecke. Insgesamt 14 Kurven. Die hören sich auf 14 Kurven jetzt erstmal nicht viel an, aber die haben es hier richtig in sich, wenn ihr euch das Bildchen hier mal anschaut. Los geht's da im ersten und roten Sektor hier. Startziel geht es dann erstmal auf die erste 180-Grad-Kurve, die sehr schwer zu fahren ist. Dann Turn 2, leichter Knick, kurze Gerade. Dann wieder hartes Anbremsen auf Turn 3 und Turn 4. Eine
sehr anspruchsvolle S-Kurvenkombination und dann geht's ins Gestänge nach einer kurzen Gerade in T5, T6, T7, kurze Gerade wieder T8, T9, also der Abschnitt Sektor 2. Da ist wirklich nicht viel Verschnaufen angesagt, da herrscht ganz große Konzentration. Dann nochmal in eine Kehre in die T10 rein. Dann geht es auch schon raus aus dem zweiten Sektor in den dritten Sektor. Das ist dann hier der grün markierte Sektor. Rein in eine nächste S-Kurve, T11, T12. Und danach nochmal eine S-Kurve im selben Format, die T13 und T14. Ja, also eine Strecke mit sehr vielen S-Kurven, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Bruno ist geil. Wird hier gleich mal von Nico beschrieben. Ja, also ich bin sehr gespannt. Bruno, wie gesagt, eine Strecke, die nicht so oft gefahren wird, gibt es auch nicht in jeder Simulation. Also wird ein sehr spaßiger Abend heute werden. So hoffe ich zumindest. Oha, Bruno. 24-Stunden-Rennen mit einem BMW 2002 Touring-Car. Wow. Also, das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, sieht man auch Project Cars. Ja, das ist eine Simulation, die ich jetzt auch... Simulation, ja, kann man sich drüber streiten. Aber, ja, auf jeden Fall ein Spiel, was auch diese Strecke hier beinhaltet. Von daher, wie gesagt, die Strecke gibt es nicht so oft in den anderen Simulationen. Wüsste ich jetzt nicht, eventuell noch in Assetto Corsa, in R-Factor 2 oder Mods. Aber das war es dann auch schon wieder. Deswegen hier, Bruno, ergänzt bei Racing Experience. Von daher genießen wir mal diesen Content und hoffen mal, dass hier die ein oder anderen Fahrer uns heute was Schönes zeigen werden. Ein paar schnelle Zeitnahmen sind heute auf jeden Fall schon mal gezeigt. Und zwar geht das hier vorne ganz schnell los mit Yannick und an vorderster Front. Im Mercedes AMG sitzt er hier in der 1:59.609, also da ist man schon mal fast eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte heute. Da haben wir auch unseren Paul Stadtgass, der ebenfalls hier bei derselben Marke geblieben ist, aber hier entsprechend die Klasse gewechselt hat. Und da ist man jetzt 0,761 Sekunden hinter dem Yannick Mond. TTM Race Driver 3 hatte die auch. Ist aber auch nur höchstens Simcade, ja. Voll Race Driver 3, das ist auch schon eine ganz schöne Zeit her. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Das ist so. War 2009? Muss ich mal eben schnell googeln. Ob ich hier irgendwas Falsches sage? Um 3 Jahre verschätzt. 2006 war es gewesen. Das ist auch schon eine ganz schöne Weile her. Also ein bisschen zurückblick. 2005 schreibst du. Ah, ich habe hier gerade geguckt. 2006. Zumindest laut die Quelle ist das Wikipedia. Wie wir gelernt haben in der Schule, Wikipedia ist auch keine Quelle. Aber ja. 2006. Ja, genau, das einmal dazu. Dann auf dem dritten Platz haben wir hier Oliver Behrendt im BMW. Da haben wir mal eine neue Marke auf dem Podium. Da ist man aber auch schon 1,12 Sekunden hinter der Führung. Jetzt gerade konnte man sich verbessern. Ganz knapp jetzt nur noch hinter Paul Stadtgass, ungefähr 0,1 Sekunden nur noch. Also könnte eng werden da vorne. Jetzt Lukas Salenga, da der größere Abstand von 0,7 Sekunden. Da muss man also auch erstmal warm werden. Timo Hubert bereits
an der Box stehend, 1,7 Sekunden schon, also so langsam gehen wir Richtung 2-Sekunden-Marke. Und dann sieht man halt, diese Strecke wird halt nicht so oft gefahren. Die Zeiten, die klaffen hier schon ganz schön weit auseinander. Thomas Kübler 1,8 Sekunden, dann Tom Knoos, ein weiterer Ferrari. Hier am Board bin ich sehr gespannt, ganz knapp nur hinter Thomas Kübler, 1,9 Sekunden zur Führung in den Stuhl, 2,6 Sekunden haben wir hier schon zur aktuellen Spitze, damit haben wir dann nochmal einen Sprung von ungefähr 0,7 Sekunden drin, dann hier noch ganz knapp, hat sich gerade, glaube ich, verbessert, Tim Wingfeld, 2,7 Sekunden und dann klafft es hier nochmal weit auseinander, Dominik Lebenbauer auf der 10, Frank Köhler auf der 11 und dann haben wir noch unsere GT4-Wertung hier mit Cesar Almeida und Andreas Szymkowiak. Ja, das sind heute unsere Kandidaten, die es versuchen, heute das Rennen zu überstehen. 50 Minuten inklusive Pflichtboxenstopp. Also werden wir hier unsere Fahrer heute einmal an der Box sehen und mal schauen, wie sie mit dieser Erneuerung in dieser Saison klarkommen werden. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen lesen. F2. Das ist auch eine coole Sache. Zum realen Rennen der 1000 Kilometer. Das gleichzeitig sozusagen selber zu fahren, finde ich richtig, richtig klasse. Meistens ist es ja so, wenn man gerade irgendwie was schaut und gerade so rennt, dann möchte man das so selber fahren, dann schaut man so nach links oder nach rechts rüber zu seinem Simrec oder zu seinem Lenkrad, wie auch immer, und dann denkt man so, oh, jetzt fahren, das wäre bestimmt eine coole Sache. Und also wenn ihr Lust habt zu fahren, dann auf jeden Fall das Fahren vorziehen. Da will ich euch nicht von abhalten. Ansonsten natürlich alle gerne hier bleiben und fleißig zuschauen. Noch fleißig hier, so wie unser und Bad, wie auch Race Games Replay hier den Chat weiterhin benutzen. Freut mich, wenn hier so ein bisschen Austausch unter uns herrscht. Und ja, gleich wird es, glaube ich, ein bisschen spannender mit dem Austausch, denn wir werden wahrscheinlich sehr viel Austausch auf der Strecke sehen, denn wir haben jetzt nur noch wenige Sekunden, bis es dann gleich hier losgehen wird in das 50-minütige Rennen. Ja, Lamborghini in Race Room. Mal gucken. Ein Italiener hat es bis jetzt ja schon geschafft. Mal gucken, ich denke mal, jetzt müssen sie erstmal ein bisschen Geld wieder anbringen, dass sie sich die zweite Lizenz leisten können. Ansonsten mal abwarten, was noch so in Zukunft hier kommen wird in Sachen Race Room Racing Experience. So, jetzt haben wir nochmal hier offiziell unser Tableau und ich wundern, dass wir da einmal in grau markierte Fahrzeuge haben. Die gehören auch zur GT3 dazu. Da sind die aber nochmal einfach anders hervorgehoben. Ja, das ist unsere Startaufstellung. Yannick Mond, Paul Standgas, Oliver Berndt und Cesar Meider und Andreas Szymkowiak. Ja, der Andy wird hier fleißig, weil er sagt, der Andreas wird hier fleißig angefeuert. Und dann wird es auch hier gleich losgehen. Wir haben jetzt noch eine kurze Unterbrechung von 50 Sekunden und dann geht es gleich an die Start- und Ziellinie. Ja, ansonsten könnt ihr gleich natürlich auch die Namen eurer Lieblingsfahrer hier reinschreiben. Dann werden wir natürlich schauen, wo sich eure Lieblingsfahrer auf der Strecke befinden und diejenigen natürlich dann auch sofort ins Bild holen. Also da sind wir hier sehr flexibel. So, die Ampel ist jetzt hier im Startprogramm.
Wir schalten nach vorne auf unseren Yannick Mund und dann geht es jetzt hier gleich los. Ihr seht die Ampel, sie schaltet auf grün in diesem Moment. Hinten fächert Andreas Schumpowiak schon aus, der hat wohl einen richtig guten Start erwischt. Dann auch hier Yannick Mund, der geht hier gerade mal ganz schnell auf die Innenbahn und fliegt jetzt in die erste Kurve hinein, lässt den Paul Stammgas hinter sich und dann flücht hier das Feld hinter ihm hinterher. Da haben wir schon sehr viele Two-Ride-Duelle auch da vorne bei. Jetzt aber doch, nee, ist noch neben Oliver Bernd, reiht sich jetzt dahinter ein. Hinten haben wir noch den Tom Knust, der sich da gezeigt hat, zusammen mit Thomas Gönner. Und da gibt es einen Dreher von Tim. Kriegt da vielleicht noch einen Stürzer von hinten. Könnte von Ludwig gewesen sein. Ja, und die beiden jetzt rutschen sind ja auch noch hier an der Reitplanke. Also da mal kurz die Augen zu behalten. Das waren sehr erotische Bilder hier gerade gewesen, die gezeigt worden sind. So, aber zurück ins Rennen. Wir schauen, was passiert jetzt. Dieser Meiler wurde jetzt gerade ordentlich davor gespielt, dadurch, dass sich da ein paar Meeting-Reisen zu einig waren. Andreas Schumpowiak somit auch ja, weiter nach vorne durchgereicht, wird dann jetzt gleich auch von dem Nebenmeiler und wieder eingeholt. Aber das wird wahrscheinlich erstmal noch dauern. So, zum Endfeld hier von Timo Hübert. Hier den Wasserlenker kommt in die Gemaldi. Also mittlerweile hat sich da auch nicht so viel getan an dem Platz. Bis auf Oliver, während der einmal kurz sich da die dritte Position zurückholen. Und hier sieht man mal eine schöne Kette bis zurück zu Tom Knuss. Also hier in der ersten Runde alles noch so dicht beisammen. Sitzen wir in Gruppe C, Gruppe 5 dabei. Ja, das war so eine Zeit. Mit dem Wetter bin ich 4 hinter 3. So bin ich 4 hinter 3 BMW M1 geworden. Boah, nicht schlecht. Die Autos sind ein bisschen laut im Vergleich zu mir. Okay. Auch eben fixen. Muss man eben selber hier. Oh ja, das ist echt laut. Das, oh ja, da hat jemand hier einen Regler rumgespielt. So, müsste es jetzt auf jeden Fall besser sein. Werde mal eben hier live durchchecken. Sollte auf jeden Fall gut funktionieren. Mal kurz nochmal hier in die Onboard gesprungen. Lukas Salenga gerade im Duell. Ah, ich glaube, das muss hier noch ein bisschen leiser. So, da sind wir jetzt aber jetzt gut dabei. Ich denke, das sollte so passen. Jo, ist gut. Gibt es hier als Rückmeldung? Vielen, vielen Dank. Da einmal die kurze Antwort. Schön, vielleicht sowieso, dass du hier das erste Mal mitgechattet hast. Natürlich gerne weitermachen. Auch hier gerne natürlich eure Lieblingsfahrer reinschreiben. Dann werde ich da mal direkt vorbeischauen. Hier jetzt gerade ein bisschen entspannt wieder alles. Lukas Salenga dadurch einen Fehler. Jetzt auf der 5. Platzierung. Thomas Kübler da eine Sekunde dahinter, kann aber nicht so ganz die Pace mitgehen, die vorne gefahren wird. Ebenfalls bei Andy Stuhl, da ist die Lücke auch schon groß. Er muss sich eher nach hinten umgucken. Tom Knus da noch innerhalb von einer Sekunde. Frank Köhler kommt auch nicht so ganz hinterher. Dann Dominik Lehnbauer hat sich hier zurückgekämpft mit Tim Winkenfeld. Die werden jetzt hier die Verfolger sein. Und dann haben wir hier unser Caesar Almeida und unser Andreas Schimkowiak, die jetzt hier auch auf Start und Ziel fliegen. Danke, Robert, auch nochmal von dir die Rückmeldung. Viel besser jetzt. Das freut mich. Wir wollen ja hier hundertprozentige Perfektion abliefern. Also danke da für die Rückmeldung.
Hatte es vorher eigentlich noch gecheckt, da war eigentlich noch alles in Ordnung. Warum jetzt auf einmal der Lautstärkenregler da so hochgesprungen ist, ist mir auch ein Rätsel. Aber das nehmen wir mal einfach mal so hin. Und ja, dafür gibt es ja euch, unsere Community. Und da sage ich einfach nochmal danke. So, zurück ins Renngeschehen. Gucken wir mal, ihr habt es gerade geblickt bei Lukas Salenka. Er möchte uns ja auch heute wieder richtig Rennaction zeigen. Mal gucken, er ist sowieso jemand, der hier im Rennen eher die Performance liefert als im Qualifying. Deswegen können wir da eigentlich viel wieder erwarten. Auch hier natürlich bei Tim Wingenfeld und Dominik Lienbauer gibt es ein schönes Duell. Ja, vorhin haben sie sich, glaube ich, in die Haare gekriegt und jetzt geht es weiter in die nächste Runde sozusagen. Also auch auf den Plätzen 10 und 11 ist hier richtig was los. Ja, kleiner Fehler, wahrscheinlich bei Dominik Lienbauer hat er jetzt an Abstand verloren. Und man sieht auch hier, der Tim Wingenfeld fährt eine deutlich weitere Linie, deutlich mehr Schwung mit am Bord. Ach, das wird, glaube ich, nichts. So, damit aber hier vorne an die Spitze gesprungen. Oliver Behrendt gegen Paul Standgas. Vorne wieder Yannick Mundt. Ich weiß nicht, was er mit seinem AMG macht, aber der fliegt schon wieder davon. Also, der Yannick, der ist wieder on fire. Der liefert hier schon wieder ab und der kann auch einen Paul Standgas nicht mithalten. Aber Oliver Behrendt, der versucht es jetzt hier auf der Innenbahn gegen Paul Standgas. Jetzt einmal die Kurvenlinie wechseln. Jetzt geht es einmal rechts rum und damit hatte Paul Standgas wieder die bessere Linie gehabt. Musste da der Oliver Behrendt wieder zurückziehen. Schauen wir uns das mal ein bisschen von nahem an. Hier on board mal bei Oliver Behrendt mitgefahren. Da sieht man mal, jetzt sind wir hier mitten im Gestänge unterwegs. T7. Dann ganz kurz gleich die eine gerade. Und dann geht sie gleich wieder durch die nächste S-Kurve wieder raus. Oh, hier alles mitnehmen an Curbs und so weiter und so fort. Ah, Oliver Behrendt wieder zu weit raus. Hat den Scheibenwurf nicht ganz gekriegt. Und dann jetzt wieder hier mit sehr viel Schwung rausbeschleunigen, alles von der Streckenwertung nutzen, wie es nur geht, schön gemacht hier vorbei. Und dann heißt es jetzt wieder abbremsen, Oliver Behrendt, da hat sich ganz alles mitgenutzt, ist dabei. Paul Standgas hier ein bisschen besser aus, so, jetzt auch wieder die Berging aus, also ihr seht auch ein bisschen Gebirge ist hier auch mit dabei, also hier wird richtig Drehmoment gefordert bei den Fahrzeugen. Damit man hier den Berg hochkommt und ich hoffe, die meisten Fahrzeuge haben davon genug, um hier den Berg hochzukommen. Also, dass ihr da jemand ein bisschen Berg runter wollt, das sollte nicht passieren. In der Rennserie gibt es nur ein Rennen, oder? Wie ist das gemeint? Also, heute gibt es nur ein Rennen. Die ersten beiden Rennen, die waren zwei Rennen aufgesplittet. So, jetzt aber Oliver Behrendt auf der Innenbahn, bremst hier spät und Paul Standgas lässt da die Lücke. Und damit Oliver Behrendt jetzt erstmal vor dem Paul Standgas auf Platzierung Nummer 2. Wir haben in Hockenheim auf jeden Fall noch ein Rennen, wo wir zweimal 35 Minuten fahren. Und ja, das nächste Rennen ist dann Road America, da fahren wir einmal 60 Minuten und die letzten beiden Läufe, da fahren wir einmal 75 Minuten und einmal 90 Minuten. Also noch jede Menge Abwechslung und jede Menge Abwechslung haben wir auch hier gerade schön auf der Strecke. Lukas Lenker versucht hier gerade nochmal gegen Timo Piepart und das sieht so aus, so eng ist das, und dass wir ihn hier schon gar nicht mehr eingefangen kriegen in die Kamera. Und jetzt versucht das auch auf der Innenbahn. Nächste Kurve geht links, danach wieder rechts. Sieht aber gut aus. Jetzt sitzt er davor. Und dann sollte Timo Wiebert aufgegabelt sein. Oh, da sind wir Rauch links neben der Strecke. Könnte von den einen davor gewesen sein. So, beide wieder nebeneinander. Timo Wiebert und Lukas Salenka. Lukas Salenka geht weit. Timo Wiebert auf der Innenbahn. Und wer schaut sich das an? Thomas Kübler. Da springen wir mal rein ins... Ah, da sieht man natürlich nichts.
Alter. So sehen wir schon ein bisschen mehr. Und schauen wir hier in die Rennaction rein. Aus Sicht von Thomas Kuppler, der da eventuell auch daraus profitieren könnte. Ja, ein Markenplatz ist mir auf jeden Fall bekannt. Meine, also du hast dir hier auf jeden Fall schon etwas gemeldet. Also für mich bist du kein unbekannter Name hier, sage ich jetzt mal so. Aber schön, dass du auch hier nach der YouTube-Zeit natürlich ja auch bei Twitch mit an Bord bist. War für uns auch eine Entscheidung gewesen, die man irgendwann treffen musste. Irgendwann haben wir halt gesagt, ja, wie sieht's aus? Wollen wir auf YouTube noch weitermachen oder wollen wir andere Funktionen bei Twitch nutzen? Ja, und dann sind wir irgendwann auf Twitch rübergegangen und ja, YouTube ist quasi jetzt so unser Backup-Profil. Also wer vergangene Rennen aus früheren Zeiten nochmal anschauen möchte, der darf gerne bei uns auf YouTube mal vorbeischauen. Da könnt ihr einfach mal hier Ausrufezeichen YT in den Chat schreiben, da kommt ihr dann zu unserem YouTube-Kanal. Und könnt euch da noch ganz viele nostalgische Rennen anschauen. Und eins wird wahrscheinlich auch dieses sein. Ja, bei Marvin, Marvin, ich frage mich eigentlich auch, warum bist du eigentlich nicht hier mit dabei am Fahren? Passt es zeitlich nicht oder ist da die Lust so ein bisschen vergangen? Ansonsten wärst du eigentlich auch ein Kandidat, für den ich hier gerne auch mal wieder auf der Strecke sehen würde. Und der Lukas Alenga kommt hier auch nicht wieder an Timo Biebert vorbei. Jetzt ist gerade so ein bisschen alles eingefroren. Und wir werden, ich weiß gar nicht, ob das eingestellt worden ist, ich glaube nicht, dass wir hier auch die Pflichtboxen-Stop-Funktion eingeschaltet haben. Weil es kann zum Beispiel sein, der Andreas, der war jetzt hier zum Beispiel schon in der Box gewesen, dass der Boxen-Stop jetzt hier nicht zählt. Müssen wir gleich mal beobachten, das ist mal so 25% von der allgemeinen Rennzeit abgezogen. Dann öffnet sich das Fenster für die Boxenstops. Dafür versuche ich einen Kumpel beispielsweise bei ACC reinzukommen. Okay. Okay, kein PC, ja, ist natürlich blöd. So eine PlayStation ist ja im ersten Moment deutlich günstiger. So, gib Gummi, Timo. Schalten wir doch mal wieder hin. Oh, jetzt können wir es auch sehen. Also, liebe Zuschauer da draußen links, die Standings, die haben sich hier so ein bisschen jetzt gerade geändert. Da sind jetzt so rote Pünktchen dazugekommen. Und da sieht man jetzt, wer schon an der Box war und wer noch nicht. Und wenn jemand an der Box war, dann sollte sich dieses Pünktchen in einen grünen Hintergrund ändern. Und dann ist das Ganze abgeschlossen. So, nicht wundern, wenn es hier gerade mal so ein bisschen geruckelt hat. Hier ist gerade so ein bisschen die Leitung wohl am Fliegen. Hier mal reingucken. Die Leitung sieht aber in Ordnung aus. Bin ich das eventuell? Nö, ich bin das auch nicht. Dann ist es wohl ein allgemeines Problem hier gerade mit der Leitung. Also wenn es gerade ein bisschen ruckeln sollte, verzeiht uns das gerade, das Internet. Ihr wisst ja, ist für uns immer noch alle ein bisschen Neuland. Von daher... Wir sehen es so ein bisschen mit Humor. Ja, ACC haben wir natürlich auch wieder bald mit am Start. Nächstes Wochenende am
Samstag geht's wieder ins 8-Stunden-Format. Da läuft dann wieder die Endurance Challenge. Also wer 8 Stunden nicht verpassen möchte, sollte auf jeden Fall nächste Woche hier wieder mit dabei sein oder natürlich auch mitfahren. Ihr könnt euch da auch noch anmelden. Also da gerne nochmal in die Race-App reinschauen und gucken, ob da was hier bei der RVT für euch dabei ist. So, der Timo hat immer noch einen Verfolger, der nennt sich jetzt Thomas Kübler. Der ist jetzt circa 0,6 Sekunden rangekommen. Also Thomas wird jetzt schneller und schneller. Gucken wir mal die Rundenzeiten an. Ja, sind noch nicht auf dem... Doch, war schneller gewesen als die von Timo. Vorne werden invalide Runden gefahren, also da kürzt man wohl ab und an die Strecke ab. Und ich glaube, dem Andreas sollte man diesmal sagen, dass er erst abwarten muss, bis diese Funktion des Pflichtboxenstopps erst angeschaltet wird, weil ich habe jetzt keinen Schaden gesehen an seinem Auto. Aber er ist halt über eine Minute hinter Cesar Maida und ja, jetzt wird er nochmal in die Box fahren müssen. Also dann müsst ihr den Andy nochmal so ein bisschen unterrichten, was das angeht. Aber Andreas, bitte nicht aufgeben, einfach weiterfahren, Gas geben. Und dann wird das heute noch was. Wer weiß, vielleicht läuft da auch noch was beim Cesar Almeida ein bisschen schief. Und dann ist da auf jeden Fall noch eine Chance vorne. So, hier gibt es gerade das Duell, was die Boxenstops angeht. Da kommt jetzt Lukas Salenga gerade raus und holt sich jetzt die Position vor Timo Piebert. Und damit hat der Undercut hier funktioniert bei Lukas Salenga. Ist die Frage nach hinten raus, welches Material da jetzt am Ende am besten funktioniert. Ob die Reifen von Lukas Salenga am Ende ja nicht mehr die Performance leisten können wie die von Timo Piebert. Also müssen wir dann noch die letzten 30 Minuten hier abwarten. Dann wissen wir ein bisschen mehr, was die Reifen uns flüstern hier von Lukas Salenga und Timo Piebert. Ja, schade, werde mit ihm drüber sprechen morgen. Ja, auf jeden Fall nochmal da den Tipp geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir nämlich schon öfters gehabt im Thema Boxenstops, dass man da so ein bisschen verschlafen hat, dass es diese Funktion gibt. Ja, hätte man... Oh, zumindest sehe ich, dass der Andreas auch mit den anderen Fahrern noch in einem Channel sind, also ja, hätte man sich vielleicht den Tipp auch noch mal vorher holen können. So, wie sieht's hier aus? Tim Winkfeld, ja, der war noch nicht in der Box gewesen, ist natürlich jetzt hier herangekommen an Timo Piebert, aber der Abstand wird jetzt hier auch wieder größer. Dominik Lebenbauer kann das Tempo auch nicht so ganz mitgehen, 15 Sekunden schon der Abstand jetzt, und auch Frank Köhler, da läuft's heute nicht so gut, ist nicht seine Strecke scheinbar. Aber er fährt sein Ding, Hauptsache das Auto heile lassen. Letztes Mal war das nicht so gewesen. Da gab es, meine ich, den ein oder anderen Vorfall. Aber Hauptsache sein Speed fahren, das ist erstmal wichtig. Und andere, ja, alles andere kommt dann später dann mit dazu. So, Tom Knust jagt den Andy Stuhl vorne. Platzierung 4 und 5 haben wir jetzt hier im Bild. Und beide waren noch nicht an der Box gewesen. Ich grüße auch sehr gerne, falls sie tatsächlich im Nebenbei zuschauen, den Sven und den Gianni. Die sind scheinbar gerade am PC basteln. Zumindest kann ich das hier gerade so ein bisschen beobachten.
So, hier, die basteln auch gerade beide, die wir gerade sehen, und zwar am Abstand, der zwischen den beiden hier momentan herrscht. Andy Stuhl arbeitet gerade daran, den Abstand hier ein bisschen zu vergrößern. Und ja, muss ich sagen, klappt so teilweise. Also der Tom, der hängt da noch hinten dran. So die ein oder andere Kurve scheint der Tom wieder schneller zu sein. Wo der Andy ein bisschen langsamer ist. Mal gucken, kommt da der Tom näher dran? Das sieht nicht so danach aus. Jetzt wird der Abstand auch deutlich größer. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil der Tom Knost hier auch nicht mehr im Windschatten unterwegs ist. Also Andy Stuhl sollte man auch noch auf dem Zettel haben. Ist hier gerade gut unterwegs. Schaut auch mal so ein bisschen auf die Rundenzeiten. Was wird denn hier momentan so gefahren? Letzte Runde von Yannick Mund war eine 2 Minuten 9,45 gewesen. Damit aktuell schnellster auf der Strecke. Oliver Berndt 2 Minuten 2,355. Also deutlich langsamer. 1,3 Sekunden langsamer die Runde. Ja, und hier nebenbei haben wir natürlich auch noch die Überrundungen. Dieser Almeida wird jetzt hier überholt von Tom Knost. Damit hat er hier beide vorbildlich vorbeigelassen. Und die anderen beiden haben sich auch vorbildlich angestellt. Also keine Diskussion dort auf der Strecke. Ja, schauen wir auch mal beim ersten Kandidaten hier in unserer Liste vorbei. Unser Yannick Mund war gerade eben noch bei den Zeiten stehen geblieben. Können wir jetzt auch nochmal vergleichen. Yannick Mund fährt eine 2 Minuten 793. Oliver Berndt 0,7 Sekunden langsamer. Thomas Kübler fährt eine 2 Minuten 2962, also fast 2 Minuten 3 Sekunden. Und dann geht es auch so bei die Stuhl in dem Bereich. 2 Minuten 3, 2 Minuten 3 auch bei Tom Knost ungefähr. 2 Minuten 1,6 bei Paul Standgas. Sieht ja auch nicht so schnell aus. Also langsamer als Oliver Berndt. Dahinter kommt Lukas Salenka wieder ran. Letzte Runde war invalide gewesen. Kommt jetzt aber neu über Start und Ziel. Damit habe ich jetzt hier eine neue Rundenzeit von 2 Minuten 1,462. Und damit war die Runde auf jeden Fall schneller gewesen als die von Paul Standgas. Also hier ist man auch in Aufholjagd Richtung Kulation Nummer 6 bei Lukas Salenka. Ja, wir schauen auch nochmal wieder beim Andreas vorbei. Da wird er sich wahrscheinlich freuen, hier auch wieder im Bild zu sein. Ja, schauen wir uns vielleicht auch mal seine Handarbeit an. Beziehungsweise den Innenraum eines solchen BMW M4 GT4. Vielleicht solltet ihr dem Andreas auch nochmal sagen, dass er jetzt auf jeden Fall nochmal an die Box muss, weil sonst, ich weiß gar nicht, entweder wird man disqualifiziert oder man bekommt eine Drive-Thru-Penalty. Auf jeden Fall dem Andreas mal Bescheid sagen, dass er auf jeden Fall noch an die Box muss. Ah, er weiß es schon. Wunderbar. Das freut mich. Ja, dann wird er sich das wahrscheinlich jetzt einteilen. Ich muss mal eben ausrechnen, ist denn hier Boxenstopp-Fenster wieder geschlossen.
bei 37. So, jetzt müssen wir anders rechnen. Bei 12 Minuten und 30 Sekunden ist das Boxenstopp-Fenster geschlossen. Also bis dahin können die Fahrer hier noch an die Box, genauso wie es gerade in die Studie gerade tut. Da sieht man hier gerade, stand hier Reifen gewechselt auf mindestens einer Achse, kommt jetzt hier wieder raus und reiht sich hinter Tim Wing, fällt wieder ein. Boah, das ist aber ganz schön weit zurückgefallen. Na gut, Tim Wingfeld muss auch noch an die Box. Und vorne die Kandidaten waren auch noch hier in der Box gewesen. Also kann sich hier noch alles so ein bisschen verschieben jetzt. Da kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ah, okay. Dominik Lebenhauer auch an der Box gewesen. Oh, und bekommt noch gleichzeitig eine Drive-Thru-Penalty. Beziehungsweise auch sein Boxenstopp wurde nicht als gültig erklärt. Somit muss er nochmal an die Box fahren. Da hat man wohl vergessen, die Reifen zu wechseln. Ja. Auf jeden Fall die Schwierigkeiten. So, unser Führender ist jetzt auch an der Box. Damit ist jetzt momentan Oliver Behrendt der Führende. Der holt jetzt hier auf Andreas Schomkowiak, wird hier gleich vorbeifliegen. So sieht das dann onboard-technisch aus. BMW an BMW vorbeigezogen. Sieger in dem Fall der BMW. So, spannend. Auf der Strecke wird es wieder zwischen den beiden Kandidaten. Vielleicht war der Wechsel bei Paul Standgas nicht so clever gewesen, auf die GT3 zu wechseln. Weil dadurch verliert er nicht nur zum einen seine Punkte, sondern kann auch hier in diesem Falle nicht so viele Punkte kriegen. Denn wenn er hier natürlich auch die Konkurrenz hat und da nicht mithalten kann, dann wird's natürlich schwer. Aber mal abwarten, wo er am Ende dieser Meisterschaft bei rauskommen wird, durch den Fahrzeugwechsel mit 0 Punkten. Werden wir dann beim nächsten Mal sehen, wo er dann schon mal landen wird, punktetechnisch. Also ein bisschen abwarten und Kaffee oder Tee trinken, vielleicht noch ein Stück Torte dabei. Dann lässt sich das Warten auf jeden Fall gut überbrücken. Kampf zwischen 5 und 6. Und ihr könnt es wahrscheinlich auch hören, der Lukas Salenga muss da öfters mal laufen und auch beim Rausbeschleunigen klappt es auch nicht immer, da sofort am Gas zu sein. Also muss da manchmal auch vom Gas runtergehen. Jetzt aber die Chance, eventuell. Ah, Paul Standgas auf der Innenbahn drückt hier den Lukas Salenga nach außen, lässt ihn da keine Chance. Lukas Salenga war da auch schon ziemlich weit raus gewesen. Also, dass das nicht in die Hose gegangen ist.
Das war auch so ein bisschen Glück gewesen. Ja, wieder Lukas Alenka schön weit rausgefahren. Jetzt konnte man das auch mal von außen sehen. Nutzt hier wirklich alles von der Strecke bis an die Grasnarbe. Und der macht jetzt hier richtig Druck. Mal die fliegende Kamera über dem Asphalt. Der Blick auf den Diffusor von AMG. Solche Bilder sehen auch immer wieder richtig schön aus. Boah, da wird's mal richtig knapp hier. Zwischen den beiden beim Anbremsen. Hier auch wieder unterschiedliche Linien. Und da gibt's einen Pendler bei Lukas Alenka. Und boah, da hat er richtig Glück gehabt. Kein Einschlag in die Bande. Dreht sich da aber raus. Verliert natürlich jetzt sein Team. Und wie wieder vorbei. Thomas Kübler greift da jetzt eventuell auch noch mit an. Ja, kommt nicht so ganz in die Lage, also kann davon nicht profitieren, aber das war mal ein Moment gewesen. Mann, oh Mann. Also das kam wirklich wie aus dem Nix, diese Situation. Damit hat Lukas wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet. Ein wunderschönen Abend auch an Basketfan. Und hier wird der Yannick vorne angefeuert. Springen wir auch da mal wieder hin, hier zur Spitze. Den Yannick sollte man auf jeden Fall hier nicht vergessen. Aber man sieht auch hier, auch er hat so langsam Probleme mit seinem Material. Das Auto ist da auch nicht immer so 100% unterwegs. Auch mal einen kleinen Schlenker mit dabei. Aber ansonsten sieht es hier wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, Let's Go MJR eSports, also der Fanclub ist hier mit an Bord mit Basketfan. Schön, dass du mit dabei bist. Also feuert hier nochmal eure Lieblingskandidaten bzw. eure Teams an. Die hier nochmal eingefahren. Da fliegt da vorbei mit Lichthupe. Der Yannick Mund auf Start und Ziel. Am GT4 vorbei. Ja, dahinter haben wir momentan noch den Oliver Behrendt mit fast 15 Sekunden Abstand. Also auch hier kann man diesmal in Brno die Pace nicht mitgehen. Da reicht es einfach nicht, um da das Tempo mitzugehen. So, nächstes Duell wieder hier bei Lukas Alenka gegen Timo Pieper. Also der Lukas, der ist heute schon wieder richtig stark dabei. Und Andreas Szymkowiak dreht sich hier raus. Oh, das war aber bitter gewesen. So, Lukas Alenka aber jetzt gegen Timo Pieper. Hinten guckt sich das wieder Thomas Kübler an. Also der Lukas, der hat hier wirklich jedes Rennen immer was zu tun. Immer hat er jemanden vor sich, an den er anknüpfen kann. Und dann sind es diese kleinen Fehler. Diese kleinen Fehler, die ihn manchmal einfach zurückwerfen. Und er ja, quasi wieder von vorne beginnen muss. Und das ist natürlich auch so ein bisschen frustriert dann ja auch. Wenn du immer und immer wieder dieselben Spielereien machen musst, immer wieder dieselben Fahrzeuge vor dir. Und ja, die anderen, die freuen sich dann vielleicht auch nicht so.
Denkt wahrscheinlich der ein oder andere auch, oh, der schon wieder, jetzt ist er vorbei und dreht sich auf einmal direkt vor mir weg. Und ja, dann auf einmal ist er wieder dran und dann passiert das gleiche Spiel wieder. Aber das sollen wir jetzt mal nicht herbeibeschwören, dass das genauso wieder passieren wird. Ich denke jetzt, sollte das funktionieren hier bei Lukas Alenka. Und gleich läuft auch die Zeit ab, was die Boxenstops angeht. Also der Andreas Schenkowiak, der muss auf jeden Fall noch in die Box. Beim Köhler hat scheinbar abgestellt. Und da fliegt Lukas Alenka nochmal über die Wiese in der ersten Kurve. Wollte es da versuchen und jetzt fliegt Thomas Kübler da noch vorbei. Verteidigt aber wieder der Lukas Alenka. Macht die Türe wieder zu. Also jetzt wird es hier richtig spannend. Also das wird hier ein richtiger Krimi auf der Rennstrecke. Und ich hoffe, dass wir diesen Fall auf jeden Fall noch gelöst kriegen. Ja, vielleicht nutzen wir nochmal eben hier die kurze Pause in dem Duell. Machen nochmal eben kurz Werbung oben im Splitscreen. Seht ihr, was Sache ist auf der Rennstrecke? Und links haben wir ein bisschen Werbung für euch. Schaut doch gerne mal hier bei unserer Enduro-Challenge in Assetto Corsa Competizione vorbei. Könnt ihr euch gerne noch anmelden. Der nächste Lauf findet nächste Woche Samstag statt. Und vielleicht findet davor sogar noch eine ACC Fun Friday statt. Schaut dazu am besten öfters mal im Forum vorbei, denn der findet eher regelmäßig statt. Also da öfters mal vorbeischauen bei uns in der Community. Dann haben wir unsere M2 Challenge inklusive Rookie Cup. Also wer auch in ACC Rookie ist, darf sich natürlich auch hier gerne anmelden. Da ist der nächste Lauf auch schon übernächste Woche. Übernächste Woche. Also da gerne mal vorbeischauen. Dann unser Fun Friday findet jeden zweiten Freitag statt. Das aber regelmäßig ab 20 Uhr einfach in den Teams bekommen. Ja, und dann hier der nächste Lauf in der RVGT 3 Road America am 30.10. mit 60 Minuten Rennlänge. Also da packen wir nochmal 10 Minuten drauf. So, dann haben wir auch 6-Stunden-Format, den Langstreckenpokal in iRacing. Da ist der letzte Lauf am 10.12. in Daytona. Also da in iRacing auf jeden Fall auch noch anmelden, um da in der Teamkonstellation 6 Stunden zu fahren. Oder natürlich auch alleine. Alleine kann man auch hier in der GT Masters teilnehmen, in der Season 4. Ja, für die Saison sind wir da schon unterwegs, also da auch gerne noch anmelden. Da sind wir gerade mal am Anfang, da kann man noch sehr viele Punkte holen. Dann unsere GT3-Saison in R-Factor 2. Auch da könnt ihr unsere Community in diesem Bereich noch weiter unterstützen. Wenn ihr jemanden kennt, der in R-Factor 2 unterwegs ist, der kann sich gerne hier bei unseren zwei Ligen, der RVGT3 und der BTCC, anmelden. Also einmal GT3 und einmal Tourenwagen, ja, quasi wie die TCR. Ja, und dann haben wir auch natürlich unser Hotlap Competition Format wieder in Dirt Ready 2.0. Da sind wir dann wieder in Finnland. Und ja, das Ganze kann man noch fahren in diesem Oktober natürlich. Dazu am besten mal bei uns im Forum vorbeischauen. So, Lukas Alenka hat schon wieder einen Fehler gemacht, wie ich das gesehen habe. Ja, ein Fehler ist es aber auch nicht, euch zu bewerben, und zwar zum Beispiel als Kommentator bei uns. Denn vielleicht seid ihr ja sogar gesucht, was ihr braucht, ein gutes Mikrofon und die Begeisterung zum Simracing. Wenn das vorhanden ist, dann schaut doch gerne mal bei uns vorbei. Ja, wir springen zurück damit jetzt wieder ins Live-Bild, sind damit wieder vor Ort. Und ja, da sehen wir unseren Lukas Alenka, der leider hier wohl ein bisschen Schwung verloren hat. Ja, vielleicht werden wir da am Ende des Abends noch mal so ein bisschen
etwas erfahren. So, Andreas Kubiak. Ja, da sind wir jetzt 71 Sekunden hinter dem Cesar Almeida. Ist natürlich eine ordentlicher Abstand zwischen den beiden, aber er meistert das hier, kriegt die Punkte vom zweiten Platz und das ist ordentlich. Also gut für sein Punktekonto und da wird er sich auf jeden Fall freuen, hier dieses Rennen überstanden zu haben. So, wo können wir denn nochmal hinschalten? Wo wird es denn nochmal spannend? Oder auch nicht? Hier momentan ist alles ruhig bei den GT4s. Haben wir auch keine Überrundungen mehr. Dann gehen wir einfach mal das Feld so ein bisschen von hinten nach vorne durch. In die Spur kommt er jetzt langsam hinten angeflogen. Wäre dann in diesem Falle eine Überrundung. Dann haben wir Tim Wingfeld auf der 9. Position. Fährt hier auch mehr oder weniger einfach seine Runden. Dann haben wir den Andy Stuhl. Ja, wie gesagt, ist man als Verfolger hinter Dominik Lebenbauer als Überrunder unterwegs. So, und jetzt ergibt sich hier vielleicht nochmal was bei Timo Piepert und Thomas Kübler. Da blinkt es gerade auf Start und Ziel. Da ist man aber immer noch eine halbe Sekunde dahinter. Ich glaube nicht, dass ein Thomas Kübler an Timo Piepert vorbeikommt. Obwohl der Thomas hier diese Saison richtig starke Manöver zeigt. Also diese Saison wirklich sehr schnell unterwegs. Aber jetzt hat sich der Abstand beispielsweise wieder deutlich vergrößert. Und damit springen wir mal weiter in die Liste. Tom Knoos haben wir nämlich noch hier. Momentan auf der 7. Position. Dann haben wir noch natürlich unseren Lukas Salenka, jetzt entsprechend auf 6. Position gelistet. Das wird ihn heute richtig ärgern. Dann davor hier noch das lange Duell zwischen Thomas Kübler und Timo Piepert auf 4. und 5. Position. Das nächste Angebot haben wir auch hier, ein AMG in Orange, gefahren von Paul Standgas auf Platzierung Nummer 3. Das gibt natürlich heute richtig Punkte für sein Konto hier. Und da gibt es auch mal hier die Lichthupe in Richtung Andreas Szymkowiak. Da wird man jetzt gleich hier vorbeiziehen. Seitens Paul Standgas auf der Außenbahn fliegt man jetzt hier vorbei. Da geht der Andreas kurz mal von der Ideallinie runter und lässt die beiden hier durchziehen. Oh, lässt ihn hier durchziehen. So. Und hinter ihm kommen gleich noch die beiden, Timo Piepert und Thomas Kübler. Ja, weiter vorne, dann 8 Sekunden weiter haben wir Oliver Berndt. Auch hier ist man alleine unterwegs und kann auch die Zeiten vom Yannick Bond nicht mitgehen. Also der Yannick wird man wohl diese Saison nicht mehr einholen können. Und ja, da haben wir ihn mal wieder ein Bild. Yannick Bond momentan ungeschlagen auf 1. Position. Wirklich wieder ein klasse Rennen von ihm.
keinerlei Fehler, alles gut gelaufen und hat hier wirklich gute Geschwindigkeit drauf, also das Renntempo hier bei ihm wirklich einmalig, auch im Qualifying immer wieder erste Position erfahren. Also wieder sehr, sehr starke Leistung hier seinerseits. Obwohl auch er sagte, ha, die Strecke kenne ich jetzt auch nicht so, aber das kann man natürlich alles ändern. Und das scheint er hier gemacht zu haben. Und ja, mal gucken, ob wir nachher ihn hier noch sehen werden oder beziehungsweise hören werden. Können wir mal erfahren, wie lange er sich hier darauf vorbereitet hat. Kann man auch so ein bisschen abschätzen, ob der Yannick Mund sich schnell auf neue Strecken einstellen kann oder ob er da auch teilweise Probleme hat. Aber das sieht hier heute zumindest nicht so aus. Ja, manche Fahrer, die können das einfach. Den zeigst du eine neue Strecke, zeigst ihnen vielleicht noch ein Video, wo die Bremspunkte etc. sind. Und dann setzen sie sich eine Stunde dahin und fahren dann absolute Bestzeiten. Also das ist wirklich stark, was hier manche Fahrer leisten. Ah, da kleine Schlenkern, aber überhaupt nicht wild. Ja, und wir schauen natürlich auch nochmal bei unseren GT4-Piloten vorbei. Auch da zeigen wir natürlich hier nochmal den Erstplatzierten, dieser Almeiner aus Luxemburg scheint er wohl zu kommen. Ist wohl auch laut seinem Avatarbild im Kartsport unterwegs. Ja, und heute ist das bestimmt auch für ihn ein komisches Gefühl, den Paul Standgas nicht mehr vor sich zu haben. Ja, einer fehlt uns natürlich in der Liste, das ist der Duarte Mora. Der fehlt uns heute, der hätte heute eigentlich mit dabei sein müssen. Oder hat er sich abgemeldet? Nö, hat sich eigentlich bestätigt für dieses Rennen. Dementsprechend hätte ich ihn eigentlich heute hier erwartet, aber das ist hier heute nicht der Fall. Ich warte eigentlich auch darauf, dass unser Torwartbruder mal wieder zurückkehrt auf die Strecke. Er ist bislang noch kein Rennen gefahren in dieser Saison. Da vermisse ich so ein bisschen seinen BMW Z4 GT3 hier auf der Strecke in der grau-gelben Lackierung, wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Die alte Z4. Oh, das Tableau ändert sich hier gerade. Thomas Kübler geht an Timo Piepert vorbei. So wird es hier dann doch wohl noch spannend in der letzten Runde. Müssen wir gleich mal schauen, wo unser Yannick Mund sich befindet. Gucken, kriege ich das heraus? Nee, kriege ich nicht mehr heraus, aber sollte dann jetzt die letzte Runde gleich sein. Yannick Mund
ja, der ist da noch unterwegs. Ist die letzte Runde jetzt aktuell. Timo Piepert jetzt nochmal im Angriffsversuch gegen Thomas Kübler. Reicht aber nicht an der Stelle. Und da bleiben wir doch erstmal on board dabei. Bei Timo Piepert. Vielleicht gibt es dann auch die Chance. Kurzer Blick wieder zu Yannick Mond. Ja, fährt jetzt hier in Richtung der letzten Schikane. Zurückgeschaltet. Wieder zum Duell jetzt hier in der letzten Runde. So, und damit fährt Yannick Mund einem weiteren Sieg entgegen. Nochmal einmal rechts rum und dann geht es hier auf Start und Ziel. Und damit gratulieren wir ihm herzlich. Yannick Mund, Erstplatzierter am heutigen Abend. Dann haben wir da im Hintergrund Tim Winkfeld auf Platzierung Nummer 9. Dann sollte da gleich der Oliver Bernd kommen. Und fährt hier heute den zweiten Platz ein. Starke Leistung am heutigen Abend. Und Gratulation zu P2 hier. Und dann 8 Sekunden Paul Standgas. Normalerweise in der GT4, heute in der GT3. Gratulation zum ersten Podium hier in dieser Klasse. Und dann haben wir Thomas Kübler in der vorletzten Runde noch die 4. Position geholt. Starke Leistung vor Timo Piepert auf der 5. Position. Und dann Lukas Salenga, der mal hier einen ordentlichen Slide in die Bande da lässt. Auf der 6. Position. Und dann Tom Knost auf der 7. Position. Fährt hier sein Rennen vor Andy Stuhl zu Ende. Der hier auf 8. Position über Start und Ziel kommt. Dann haben wir hier noch Dominik Liebenbauer. Und wo steckt unser Caesar Almeida? Der ist auch noch fleißig unterwegs. Hat aber noch ein ordentliches Stück vor sich. Wird er hier als letzter gleich über Start und Ziel kommen. Dominik Liebenbauer geht er nochmal ordentlich übers Gras. Und hinten kommt der Andreas Szymkowiak über Start und Ziel. Gratulation zu P Nummer 2. So, da warten wir jetzt nur noch auf Caesar Almeida. Der jetzt nun hier mit Lichtschupe über Start und Ziel kommt. Damit Gratulation zu Platz Nummer 1. Und hier haben wir nochmal die Übersicht. Schnellste Runde gefahren von Yannick Mund. Und natürlich auch der Gewinner am heutigen Abend. Also Gratulation dann nochmal von mir in Richtung der Erstplatzierten. Starke, starke Leistung am heutigen Abend wieder von unseren Mitbewerbern und Teilnehmern. Ja, Daumen hoch gibt's für den Andy. Daumen hoch natürlich an alle Fahrer hier, die heute mit dabei waren. Wirklich, wirklich stark. So, wir wechseln einmal die Szene und zwar hierhin. Denn die Werbung wollen wir euch nämlich nicht zeigen. So, und ja, da geht's auch schon gleich los mit Interviews. So schnell bin ich da gar nicht drauf vorbereitet. So. Muss ich mich mal eben hier schnell einrichten. Ja, und dann geht's hier auch gleich los mit Interviews. Also, und dann, wenn es hier gerade so ein bisschen ruhiger wird, mal eben so ein bisschen organisieren hier.
So. Ja, und damit würden wir dann gleich einmal beginnen. Ich bin gleich wieder da für euch und dann sind wir gleich hier mit unserem ersten Gast wieder am Start. So, da haben wir auch schon unseren ersten Interviewgast bei uns und gratuliere herzlich Yannick Mund zum nächsten Sieg hier in dieser Saison. Ja, Dankeschön. Ja, was für ein Rennen schon wieder. Ich kann mich noch daran erinnern, Brno war jetzt auch eine Strecke, die du erstmal lernen musstest. Wie schnell konntest du dich jetzt schon wieder auf diese Strecke einstellen? Ich hatte gesehen, dass ich vor ein paar Monaten schon mal im Leaderboard gefahren bin. Dadurch kannte ich noch ein paar Stellen von der Strecke. Aber es dauert erstmal, bis man die 2 Minuten wieder im Kopf drin hat, weil die Strecke ist echt schwierig. Man viele schwierige Stellen, wo man auf die Traktion achten muss. Hat eine Zeit gedauert. Ja. Ja, das Layout der Strecke ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Die Strecke ist ja doch relativ breit, aber dann sehr viele S-Kurven. Hattest du da Probleme mit dem AMG gehabt oder war das für dich ein leichtes gewesen? Kamst du gut mit dem Fahrzeug klar? Ich glaube, das Setup, das war ganz gut. Der hat am Anfang immer ein bisschen übersteuern, wenn man ihn in die Kurven fährt. Aber das habe ich Gott sei Dank wegbekommen und dann ging das eigentlich. Nach dem Boxenstopp wurde es dann schwierig. Wir haben ja alle nur eine Achse gewechselt. Und dadurch waren dann die Vorderreifen deutlich besser als die Hinterreifen, wodurch das Heck dann noch unsicherer war. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, aber hat ganz gut geklappt. War das jetzt eine neue Herausforderung für dich gewesen mit dem Pflichtboxenstopp oder warst du schon so drauf eingespielt gewesen? Hast du das schon mal vorher ausprobiert? Nee, Oder hat das nochmal eine andere Würze reingebracht? das war tatsächlich das erste Mal, dass ich nur eine Achse gewechselt habe. Dadurch war ich auch etwas überrascht, als ich aus der Box gekommen bin und das Heck öfter mal kommen wollte. Ja, es war das erste Mal. Okay, ja, dann weißt du jetzt ja schon mal, was auf dich zukommen wird. Der nächste Lauf ist ja dann auch 60 Minuten. Entsprechend dann ja auch, meine ich, mit Pflichtboxenstopp. Danach dann nochmal das Doppelrennen in Hockenheim. Also auch wieder eine Umstellung für dich. Also es kommt noch ein paar Herausforderungen im Laufe dieser Saison, aber ich denke und drücke dir natürlich auch da die Daumen, dass du diese Herausforderungen meistern wirst. So, was passiert jetzt noch am Siegesabend bei dir? Nichts mehr. Geht jetzt relativ schnell ins Bett. Morgen geht's für eine Woche nach Berlin auf Klassenfahrt. Da siehst du, dann wünsche ich Ja. dir auf jeden Fall eine schöne Reise und dann erhol dich gut. Ansonsten kann man da natürlich auch die Busfahrt oder ähnliches für nutzen, um da ein Ja, bisschen genau. Schlaf nachzuholen. Ja, danke. Wunderbar, dann dir noch einen schönen Abend. Jo, gleichfalls. So, ja, das war unser Yannick Mund gewesen. Damit springen wir dann auch gleich zu unserem nächsten Gast. Bin dann gleich wieder für euch da. So, und da haben wir auch unseren nächsten Kandidaten und den heute drittplatzierten Paul Standgas. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ja, du bist ja der Kandidat gewesen, der ja das Auto gewechselt hat, ist bei derselben Marke geblieben, aber vom GT4 ging es jetzt auf den GT3. War das jetzt eine große Umstellung für dich oder bist du da ganz gut mit zurechtgekommen? So, geschwindigkeitsmäßig war schon eine ziemlich große Umstellung gewesen, da man ja viel, viel später tatsächlich auch bremsen kann, aber halt auch auf der Geraden sehr, sehr schnell ist. Aerodynamik war halt auch, ist halt klar, beim GT3 viel, viel besser als wie beim GT4. Man kann die Kurven viel, viel schöner nehmen. Ja, also, soll man sagen dazu, also die Strecke war es halt nicht gewesen.
für das Auto. Die Strecke war es nicht gewesen, okay. Also war die Strecke für dich auch relativ neu dann ja auch gewesen, Bruno? Ich meine, ja, hattest du auch letztes Mal gesagt, meine ich. Musstest du auch erstmal erlernen. Ja klar, die Strecke ist jetzt sehr, sehr breit. Viele Geraden und viele langsame Kurven. Also, Anführungszeichen, langsame Kurven. Die Highspeed-Passagen sind da eher nicht so ganz dabei. Ja, sehr viele S-Kurven-Kombinationen, das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Und natürlich die breite Strecke, man muss sich viel raustragen lassen, viel Schwung immer mitnehmen. Und dann kommt auch schon die nächste S-Kurve. Ja, Bruno, ich glaube, können wir alle heute ganz gut abhaken und freuen uns dann auf das nächste Rennen. Road America, meinst du, du hast da mit dem GT3 dann bessere Chancen als mit dem GT4 sonst? Was stellst du dir da vor beim nächsten Rennen? Ich hoffe natürlich, im nächsten Rennen wieder auf P3 zu fahren. Ich sag mal, P1 ist relativ schwierig ranzukommen. Der Yannick macht da echt einen guten Job. Aber ja, ich bin die Strecke auch noch nie gefahren. Also Road America, werden wir mal sehen, in 2 Wochen. Ja. Okay, dann wird es ja eine spannende Sache werden. Road America hat manchmal auch so seine Kniffe. Also da sind auch so ein paar Passagen dabei, die muss man ganz gut beherrschen können. Aber dann sind wir alle mal gespannt darauf, was du uns nächstes Mal dann zeigen wirst beim nächsten Lauf. Und wenn es für dich dann sowieso eine neue Strecke ist, dann auf jeden Fall noch gutes Gelingen beim Trainieren. Was gibt es jetzt noch bei dir sozusagen als Siegesabend oder Podiumsabend, sage ich jetzt mal? Was steht jetzt noch bei dir an? Na, die nächste Strecke üben auf jeden Fall und sonst nichts mehr. Oh, wunderbar, dann geht's gleich mal direkt ins nächste Training. Das ist nämlich mal Vorbereitung. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Viel Spaß dann noch bei den nächsten Trainingsrunden und wünsche dir noch einen schönen Abend. Jo, danke. Ebenso. Dankeschön. So, das war Paul Standgas gewesen, unser GT4-GT3-Pilot. Ja, und dann haben wir noch einen Kandidaten her, den hole ich mir jetzt einmal zu mir. So, und damit darf ich noch gratulieren zur 6. Position ist es letztendlich dann geworden. Lukas Salenga, schön, dass du heute Abend hier noch dabei bist. Ja, hallo, guten Abend. Ja, dein Rennen, also da war ja wirklich alles mit dabei gewesen. Von vorne Podiumsfahrten bis hin zu Duellen zwischen heißen Positionskämpfen in Dreier gespannen und so weiter und so fort. Also du bist bestimmt kaputt. Aber was war denn so deine Lieblingssituation heute gewesen? Ach, ja, Lieblingssituation kann man sagen eigentlich der Fight um P3, wo ich dann am Paul Standgas 3 war. Und auch eigentlich so insgesamt das Gefühl, eigentlich der schnellste von denen zu sein, die ich kriegen konnte. Also quasi Platz 3 wäre speedtechnisch heute drin gewesen. Ja, leider einen Fehler selber gemacht. Den hätte ich wahrscheinlich sogar pacetechnisch wieder rausgeholt. Also ich glaube, den Paul hätte ich wohl nochmal eingeholt. Aber leider habe ich dann im Zweikampf mit dem Timo Piepart, ist der Timo etwas weiter rausgefahren, als ich dachte. Vielleicht hat der Timo sich auch ein bisschen verschätzt und dachte, vielleicht ich wäre auch weiter hinten. Hat meine Front ein bisschen angetätschelt, hat dadurch mein Auto destabilisiert und ja, hab mich dann nochmal weggedreht und war dann zu weit weg, um wieder auszuholen. Wie gesagt, ich gehe mit dem Wissen aus dem Rennen raus, dass ich auf jeden Fall Platz 3 speedtechnisch drin war. Also ich war der Schnellste aus dem Pulk und das auch mit relativ großem Abstand, also in den letzten Runden mit über einer Sekunde schneller als alle anderen. Aber zwei Dreher sind natürlich extrem schlecht bei einem 50-Minuten-Rennen. Wie gesagt, sogar einer selbst verschuldet, der hätte nicht sein müssen. Und der andere, ja, ist halt Rennunfall, kann man jetzt keinem von uns beiden irgendwie eine Schuld zuweisen, beide irgendwie gleich viel, hätten beide vermeiden können. Blöd gelaufen, Platz 6 ist natürlich für die Meisterschaft nicht so toll. Ich schätze mal jetzt, dass der Oliver Berndt damit an mir vorbeigeht, weil er heute auf Platz 2 war. Aber die Saison ist ja noch nicht vorbei, wir sind ja jetzt, glaube ich, so ungefähr bei der Hälfte. Also da kommen noch einige Rennen, wo man das wieder ausgleichen kann. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges im Programm, aber die Situation
Ich glaube, das war der zweite Dreher dann wohl gewesen. Der sah schon echt komisch aus. Also das sah so danach aus, als hätte sich das Auto irgendwie automatisch eingedreht. Also eigentlich so komplett unverschuldet. Aber da kann man dann natürlich nichts machen, wenn man da so überrascht wird, dass sich auf einmal das Auto wegdreht. Dann bist du einfach nur noch Beifahrer und dann passiert's halt. Da steckt man einfach manchmal nicht drin. Aber dafür denke ich wahrscheinlich Road America, das wird ja sehr wahrscheinlich die Strecke sein, die bei dir öfters mal gefahren worden ist, beziehungsweise sollte sie bei dir, glaube ich, öfters ein bisschen mehr bekannt sein, so rum. Da denke ich doch mal, die Aussichten sehen da wieder ganz gut aus bei dir, oder? Ja, Road America, eine Strecke, die ich sehr gut kenne, sehr gerne fahre, schon sehr viel gefahren bin, auch mit mehreren Autos. Bin ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gefahren. Also nochmal komplett wieder ein neues Setup für das Auto muss ich wahrscheinlich machen. Ich werde keins mehr haben, was mit der aktuellen Fahrzeugphysik passt. Ja, aber ansonsten Road America eigentlich eine schöne Strecke. Jetzt mal wieder eine Strecke, ich sag mal, wo der Reifenverschleiß vielleicht wieder etwas ausgeglichener wird und die Reifentemperaturen etwas schöner werden. Vor allem eine Strecke, wo dann doch mal Windschattenduelle etwas länger angehen, weil die Geraden schon sehr lang sind und meistens auch bergauf sind. Schnelle Kurven, langsame Kurven, alles dabei. Tiefe Anbremszonen, wirklich aus dem sechsten Gang runter bis in den zweiten. Ja, da kann man auf Action gefasst sein. Ja, das hoffen wir natürlich. Also, wenn es bei dir so weitergeht diese Saison, wirst du wahrscheinlich einen Ehrenplatz mit einer Kamera bekommen. Also, so oft, wie wir dich hier schon im Bild hatten, werden wir wahrscheinlich die ganze Saison über dich noch sehr lange begleiten. Also, da freue ich mich immer und immer wieder drauf, da deine Manöver zu beobachten. Vor allem sieht es immer richtig schön aus, was du uns da zeigst. Also bitte mehr davon und natürlich dann viel Glück weiterhin für die Saison. Was passiert jetzt noch heute Abend bei dir? Oh, nichts mehr. Ich kam auch gerade erst am Anfang des Qualis von Spa zurück. Ich war dieses Wochenende in Spa, also ich glaube, ich fahre gleich so ins Bett. Ja, super. Ja, dann hört sich das auf jeden Fall nach einem erfolgreichen Wochenende für dich an und genieße es jetzt, dich auszuruhen und dann. Ich denke mal, wenn es so anstrengend war, dann wird wahrscheinlich gleich auch das Einschlafen ganz schnell gelingen. Vielen Dank. Ich danke auch dir natürlich für den Stream und damit sage ich gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Und damit vielen Dank, Lukas. Ich schiebe dich mal eben wieder hoch. Genau. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieses Streams oder eher gesagt dieses Rennabends angekommen. Vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Schaut bei uns wieder im Forum vorbei für nächste Events, kommende Saisons und auch wenn ihr euch anmelden wollt. Ansonsten, ja, Ausrufezeichen RaceApp, Ausrufezeichen RVGT, Ausrufezeichen TeamSpeak, TeamSpeak nicht, TS natürlich. Einfach in den Chat reinschreiben, da kriegt ihr jetzt noch die Informationen, die ihr braucht, um euch hier anzumelden für all unsere Saisons. Ja, und damit möchte ich natürlich jetzt auch zum Ende kommen und sage einfach nur noch, ja, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.